Seit wann liest du medizinische Fachliteratur? Es geht um eine Diagnose. Und wenn es zur Metastasierung im Magen oder Darm kommt, dann kann es den Stoffwechsel verändern und Symptome eben wie Erröten und Gewichtsverlust treten auf. Was? Vielen Dank, Schwester Henriette. Tolle Arbeit, Schwester Henriette. Die Kleine weiß davon alleine, wie gut sie ist. Danke für die Blumen, Herr Dr. Bernheimer. Ich habe gehört, wie die beiden sich darüber unterhalten haben. Über den Kuss. Aber sie ist doch wieder zurückgekommen. Warum sollte sie so etwas tun, wenn sie es nicht ehrlich meint? Aus Mitleid. Weil ich ein Krüppel bin. Wie soll das denn laufen in deinen Augen? Soll ich mich wegen einem dämlichen Kuss von meinem Mann trennen? Es war ja kein dämlicher Kuss, weder für dich noch für mich. Marie, du bist in meinem Herzen und ich krieg dich nicht mehr raus. Ich muss dir eine Frage stellen. Ja? Hast du mich mit Dr. Jung betrogen? Wie kommst du darauf? Ich habe dir eine ganz einfache Frage gestellt. Nein, ich habe dich nicht mit Dr. Jung betrogen. Wir haben uns nur geküsst. Und bevor du dich jetzt aufregst, es hat mir absolut nichts bedeutet. Und ich bin auch nicht stolz drauf. Markus ist... Das war einfach so ein intensiver Moment. Der Kuss, der ist einfach so passiert. Im Affekt. Na dann. Ich wollte dich nicht verletzen. Es ist dir aber vortrefflichst gelungen. Ich will doch nur, dass du verstehst, es war nur dieser eine Kuss, nicht mehr. Bitte, Marie, das zwischen dir und Dr. Jung, das läuft schon seit Wochen so. Hast du im Ernst gedacht, ich bin so bescheuert und merk das nicht? Der Typ, du legst dir meine Frau flach, kommt hier rein und macht einen auf besorgten Arzt. Aber ich hab dir doch gesagt... Du hast mir gar nichts gesagt. Doch! Ich hab gesagt, komm bitte mit mir zum See. Wenn du mitgekommen wärst, dann wäre das alles nicht passiert. Du betrügst mich mit einem Kollegen, da bin ich dran schuld? Ist das dein Ernst, Marie? Markus, was kann ich tun, damit du mir glaubst? Lass mich in Ruhe. Dr. Egger, Sie stehen gar nicht auf dem OP-Plan oder haben Sie mit jemandem getauscht? Was haben Sie meinem Mann gesagt? Keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Er denkt, wir hätten eine Affäre. Kommst du denn auf den Blödsinn? Ja, das frage ich mich auch. Also irgendwas müssen Sie doch gesagt haben, denn von mir hat das garantiert nicht. Ich habe ihm nichts gesagt. Und selbst wenn, wäre das so schlimm? Ja, denn erstens stimmt es nicht und zweitens, ich bin verheiratet. Was soll ich denn jetzt machen? Du musst dir darüber klar werden, was du wirklich willst. Was ist hier los? Nichts, ich musste nur mit Dr. Jung noch was besprechen. Was? Nix. Ich freue mich, dass ich recht hatte mit meiner Vermutung mit dem Dingsbums da. Dings.
Der Tumor im Blinddarm, also das Karzinoid. Kompliment. Nicht schlecht. Aber so weit waren wir heute Morgen auch schon. Und Herr Doktor, warum bin ich noch hier? Ja, ich habe zwei Nachrichten für Sie, eine gute und eine schlechte. Welche wollen Sie zuerst? Die schlechte. Was ist? Muss ich sterben? Ja. Aber nicht sofort. Sie haben ein endokrines Karzinoid. Einen Tumor im Blinddarm. Krebs. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Art von Tumor bösartig ist, ist extrem gering. Ich werde Sie heute noch operieren. Ich soll... Und das Messer? Schwester Henriette wird Sie vorbereiten. Und falls Sie sonst noch medizinische Fragen haben, kann ich nur empfehlen, sie ist eine Fachfrau auf diesem Gebiet. Wir sehen uns im OP. Und dieses Karzinoid. Ja, muss man das wirklich operieren? Also wenn es der Doktor sagt, der Dr. Bernhammer ist wirklich ein guter Chirurg, da braucht uns keine Angst zu haben. Und morgen ist alles wieder vergessen. Was ist jetzt das? Jetzt rasieren soll ich mich auch noch? Aber nicht im Gesicht. Ja, komm, dann leg noch das Sandwich mit Thunfisch und Ei drauf, ne? So. Was jetzt? Du weißt ja, manchmal braucht man ein bisschen mehr Eiweiß. 8,85. Okay. Stimmt so. Ist irgendwas? Das wird sein. Ich kann einfach nicht immer über deine doofen Witze lachen. Okay. Also irgendwie ist er heute komisch drauf. Antonio, wo warst du? Hier, wieso? Mann, wir hatten einen Termin bei der Frau Professor, wenn du dich erinnerst. Dann gehen wir eben jetzt. Wo ist das Problem? Was ist los mit dir? Nichts. Aber vielleicht willst du es noch ein wenig lauter herumposaunen. Ja, los, schreis doch raus. Hey, Leute, ich bin mit einem Eunuchen verheiratet. Was redest du denn für einen Quatsch? Du bist doch nicht kastriert. Aber ich bin kein ganzer Mann. Und darüber weiß scheinbar die ganze Klinik Bescheid. Dir zum Beispiel hat vorher so eine doofe Andeutung gemacht. Was, das bildest du dir ein? Und die Schwester Henriette hat sich als Babysitterin angeboten. Ja, und? Und wie sie mich angegrenzt hat. Halb Sonnenberg weiß Bescheid. Psst. Was? Psst. Die wissen doch eh schon alle Bescheid, dass ich keine Kinder machen kann. Ach, komm! Antonio, ich hab niemandem was gesagt. Das musst du mir glauben. Hatten Sie jetzt alles verstanden, Herr Wanning? Oder haben Sie noch Fragen zur Vollnarkose? Ich möchte bloß wissen, ob ich danach wieder aufwache. Natürlich. Bald haben Sie es überstanden. Also, alles gut soweit? Und zum nächsten Richtfest sind Sie wieder ganz fit. Keine Angst, Michi, Sie packen's. Oh, Frau Dr. Jung, geht's Ihnen nicht gut? Doch, es geht mir gut. Wieso? Sie sehen ein bisschen blass aus. Na, Schwester Henriette ist schon wieder am Diagnosenstellen. Ich habe ja nur gesagt, dass sie blass aussieht. Das trägt man jetzt so, Fräulein Thaler. Willst du mir nicht endlich erzählen, was dich quält? Besser nicht. Du hast andere Sorgen. Marie, du bist nicht nur die Frau meines Sohnes. Du bist auch wie eine Tochter für mich. Okay.
Markus denkt, ich habe ihn betrogen. Und? Hast du? Nein. Ja. Ich habe einen anderen Mann geküsst. Aber es hat nichts bedeutet. Dr. Jung. Dabei ist es doch nicht geblieben. Doch. Nur dieser eine Kuss. Johanna, ich liebe nur Markus, keinen anderen. Glaub du mir wenigstens. Ich weiß nicht, was ich noch glauben soll. Und ich habe dich die ganze Zeit vor Markus verteidigt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ah, Markus. Und? Was gibt's? Fällt die Decke auf den Kopf. Ja, das kann ich dir verstehen. Mir wird's genauso gehen. Aber, Markus, mach dir keine Sorgen. Der Hand kommt schon wieder in Ordnung. Opa, wenn du das sagst. Du, weißt du noch damals auf der Alm drum, beim Holzhacken, hä? Da bin ich doch mit der Axt abgerutscht. Weißt du das noch? Und bin voll, hab ich mir da in den Fuß reingehaut. Oh, 4 Wochen lang hast du rumgeheult. Ja? Und du? Du bist erst vor ein paar Tagen angeschossen worden und bist jetzt schon wieder so fit. Gell? Trotzdem, meinetwegen könnte das alles schneller gehen. Ah, Du warst als Kind immer schon so ehrgeizig. Markus, du musst doch ein bisschen mehr Geduld haben in solchen Sachen. Opa, ich hab's wirklich versucht, aber ich kann das nicht. Ich will zurück an die Arbeit. Wir können ja jetzt nur tagelang über deine Hand reden. Aber du kennst deinen alten Opa schlecht, wenn du jetzt glaubst, dass ich nicht merke, dass dich irgendwas anderes bedrückt. Hä? Ja, also wenn du daheim auch so gesprächig bist, dann kannst du dem Herrgott danken, dass die Marie noch bei dir bleibt. Ja. Vorsichtig, das Mistding ist total porös. Achtung. Hippo. Konzentration. Sind Sie bei uns, Frau Kollegin? Wir riskieren ja gerade, dass wir bloß die Hälfte von dem Ding rauskriegen. Frequenz weiter steigend. Aufpassen, dass wir keinen Druck ausüben auf den Tumor. Nicht, dass zusätzliche Hormone austreten und die Herzfrequenz weiter steigt. Ja, offenbar spielen hier aber nicht nur bei den Patienten die Hormone verrückt, oder? Achtung! Hoppala! Was ist los, Frau Doktor? Es geht gleich wieder. Das hat mir gerade noch gefehlt. Na hopp! Sehen Sie zu, dass Sie die Frau Professor an den Tisch kriegen, aber schnell! Der Dr. Bernheimer hat mich gelobt. Gar nicht schlecht, Schwester Henriette. Für seine Verhältnisse ein wahrer Ritterschlag. War gut. Also ich habe ihn so praktisch auf den richtigen Weg gebracht. Ja, naja, du bist aber auch ein diagnostisches Trüffelschwein, du. Da muss sich der Bernheimer warm anziehen, hm? Sag bitte der Karin nichts, ich will's dir selber sagen. Meine Lippen sind verschlossen. Das ist ein gutes Stichwort. Komm mal mit. Gibt's bei euch Schwestern eigentlich auch sowas wie Schweigepflicht? Ja, was hast du denn zu beichten? Diagnosen werden also nicht überall herumposaunt. Quatsch.
Mann, warum musstest du Antonia unbedingt darauf ansprechen? Wie, was? Jetzt stehe ich auf der Leitung. Was habe ich getan? Du hast dich bei ihm als Babysitterin angeboten. Ja, Kinderkriegen ist doch keine Krankheit. Manchmal ist Kinderkriegen aber auch kein Spaß. Nee? Du kennst doch meinen italienischen Macho. Insemination oder In-vitro-Fertilisation, das ist für ihn kein Pappenstiel. Er kann nicht. Ach du Scheiße, das habe ich doch nicht gewusst. Nicht? Nee, sonst hätte ich doch das Thema nie angeschnitten. Entschuldige. Bring das jetzt irgendwie in Ordnung, ja? Jetzt könnte ich echt einen Grappa vertragen. Alkohol gibt's hier nicht. Ich weiß, nur zu medizinischen Zwecken. Was ich eigentlich sagen wollte, vorhin, was ich da gesagt habe, ich könnte mich echt ohrfeigen. Als ich das gesagt habe mit dem Babysitten, ich wusste ja nicht, dass du... Dass ich was? Dass es da ein medizinisches Problem gibt. Stella hat's mir erst gerade gesagt. Ich habe mich benommen wie ein Elefant im Porzellanladen. Es tut mir leid. Weißt du sowieso schon jeder in der Klinik Bescheid? Quatsch. Und von mir würde nie jemand was erfahren. Wirklich. Und die Frau Dr. Lindner würde das auch nicht tun. Die unterliegt immer in der ärztlichen Schweigepflicht. Stella hat wirklich nicht gequatscht. Das war ein Missverständnis. Ehrlich. Ich bin so ein Idiot. So, jetzt runter mit dem Zeug. Oh, schmeckt ja ekelhaft. Ich habe Ihnen ja gesagt, Sie sollen es auf Zucker nehmen. Sehe ich so aus, als ob ich Zucker nehme? Hatten Sie sowas schon öfter? Nein, noch nie. Mir ist einfach auf einmal schwarz vor Augen geworden. Vielleicht sollten Sie sich mal durchchecken lassen. Eigentlich bin ich topfit. Oh. Ja, wahrscheinlich habe ich einfach zu viel gearbeitet und zu wenig geschlafen. Und außerdem schlagen mir die rosa Handschuhe von Borowski auf den Magen. Trotzdem sollten Sie so einen Kollaps abklären. Schwester Karin? Machen Sie sich mal keine Sorgen, Frau Professor Lindner. Geben Sie mir 5 Minuten und dann löse ich Sie wieder ab. Auf keinen Fall. Viel zu riskant für den Patienten. Sie gehen jetzt und ruhen sich aus. Und was die Handschuhe angeht, ich habe Herrn Borowski bereits ins Herz gelegt, uns die alte Version wiederzugeben. So ein Check-up wäre wahrscheinlich wirklich nicht verkehrt. Jetzt machen Sie mal kein Drama draus, Schwester Karin. Es geht mir schon wieder gut. Darf ich? Ich habe mit deinem Physiotherapeuten gesprochen. Er hat gesagt, du machst große Fortschritte. Deshalb bist du nicht gekommen, oder? Markus, es tut mir leid, was passiert ist. Das hättest du dir vorher überlegen müssen. Was kann ich tun, damit du mir glaubst? Markus, es war nur ein Kuss, wirklich nur ein Kuss. Mann, wir sind alle nicht ohne Fehler. Du nicht und ich auch nicht. Ja, das ist richtig. Aber im Gegensatz zu dir mache ich nicht mit Kollegen rum. Das war doch einfach. Marie, sei mal ganz ehrlich. Wie lange läuft da schon was zwischen dir und Dr. Jung? Da läuft nichts mit Dr. Jung. Was ich an der ganzen Sache nicht verstehe, ist, warum hast du mich geheiratet? Warum hast du mich geheiratet, wenn du schon ein paar Wochen später einen Scheißtrick darauf gibst? Weil ich dich... Versuch's gar nicht.
Ich hoffe, dass diese Nephrektomie deine letzte für heute ist. Du machst einen ganz schön abgekämpften Eindruck. Marie, kann ich trotzdem kurz mit dir reden? Süße, was ist denn los? Hat Bernheimer dich so gestresst? Nein. Nein, ich habe einfach Mist gebaut. Ich habe alles kaputt gemacht. Ach komm, was kann denn so Schlimmes passiert sein? Karin, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich noch machen soll. Ich habe Stefan geküsst. Vor ein paar Wochen. Jetzt hat Markus es erfahren und... Okay. Ja, aber ein Kuss ist ja kein Weltuntergang. Worüber wolltest du mit mir reden? Ach, nicht so wichtig. Herr Banning, Sie haben es geschafft. Ja. Gut. Der Tumor ist draußen. Und Sie werden wieder ganz gesund. Danke. Ohne Sie hätte ich das nicht geschafft. Ach so, Aschmann. Doch, Sie haben mir das Leben gerettet. So, jetzt aber genug mit den Torteleien, ja? Sonst werde ich ja noch eifersüchtig. Immerhin habe ich Sie operiert. Nichts für ungut, Herr Doktor. Sie sind ein guter Chirurg. Aber Sie sind ein guter Mensch. Sie haben es jetzt so nett gesagt. Herr Banning, Sie werden ja rot. Nehmen Sie es doch einfach als längst verdientes Kompliment, Schwester Hendrik. Wiedersehen möchte ich ja nicht sagen. Besser nicht. Also, leben Sie wohl und denken Sie dran, keine extremen Kraxelpartien mehr. Claro. Okay. Tschüss. Johanna, hast du mal eine Minute? Kann es nicht warten? Nein, es kann es nicht. Ich habe keine Affäre mit Dr. Jung. Wenn du das sagst. Ich möchte nur, dass du weißt, dass ich mich ganz klar für Markus entschieden habe. Ich meine nicht, dass ich da vorher unsicher war, aber mir ist wichtig, dass du mir glaubst. Es ist völlig egal, ob ich dir glaube. Ich habe versucht, mit Markus zu reden, aber er lässt mich nicht an sich ran. Was ich verstehen kann. Zeig ihm, was du für ihn empfindest. Zweimal Spaghetti von dir. Gerne. Du, ich muss dir was sagen. Wir unsere Gäste. Jetzt warte. Wir können sie nicht warten lassen. Wir geben dir einen Grab aufs Haus aus, okay? Bist du verrückt? Ja, nach dir. Sag mal, hast du was getrunken? Hauch nicht mal an. Ich bin vollkommen nüchtern. Ja, ich weiß, ich habe mich wie ein kompletter Blödmann benommen. Das kannst du laut sagen. Du willst. Ich bin ein Blödmann! Ein Blödmann! Hallo! Ich bin ein Blödmann! Psst, ist ja gut. Besser spät als nie. Henriette hat mir erklärt, dass das Ganze ein Missverständnis war. Verzeih mir bitte. Also packen wir es jetzt an.
Also müssen Ärzte ordentlich schreiben. Ich habe vorhin mit Marie gesprochen. Und hast ihre Lügen gekauft? Ich weiß nicht, ob sie lügt. Aber sie weiß, dass sie einen Fehler gemacht hat. Und das macht mir den Eindruck, dass sie das ziemlich belastet. Gut so. Was ist mit mir? Kannst du nicht versuchen, auf sie zuzugehen? Findest du, dass ich ein bisschen viel verlangt? Ich weiß, wie viel Marie dir bedeutet und ich kann mir auch vorstellen, dass das alles ziemlich schlimm für dich ist. Aber meinst du nicht, dass es den Versuch wert ist? Ich bin müde, ich muss ein bisschen schlafen. Nacht, mein Bub. Gute Nacht. Darf ich? Sie wissen genau wie ich, dass wir im Moment jede Hand brauchen. Ja, das weiß ich. Sie sind nicht verheiratet, oder? Nein, warum? Kinder? Tja. Sagen Sie mal, wo ist eigentlich Frau Dr. Jung? War die nicht zur Nachtschicht eingeteilt? Doch, das war sie, aber sie ist während der OP mal so eben flott aus den Latschen gekippt. Was? Yes, nicht belastbar, die jungen Dinger. Ich habe sie nach Hause geschickt. Die ruht sich ein bisschen aus und dann geht das schon wieder. Klar. War's das? Ja, klar. Dr. Jung! Alles okay? Soll ich einen Arzt holen? Ich bin Arzt. Ja, aber so wie Sie aussehen... Wie sehe ich denn aus? Naja, wie ein Vampir, der eine Blutkonserve braucht. Hm? Sehr charmant. Sie schauen wohl zu viel Vampirfilme. Nee, aber wir können ja mal gemeinsam einschauen. Bleiben Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten, Herr Atscha. Die steht auf mich. 100 pro.
Herr Kollege. Ich dachte, die Chefarztbehandlung hat nur Vorteile. Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Ich bin ein Freund des klaren Wortes, deshalb möchte ich Ihnen sagen, dass ich keine Affäre mit Ihrer Frau habe. Das glaube ich Ihnen jetzt, weil Sie das so sagen. Nein, weil es so ist. Ach, reden Sie doch keinen Scheiß. Ich habe doch genau gehört, wie Sie mit Marie darüber gesprochen haben. Über unsere Affäre? Das kann nicht sein. Nein, Marie hat es zugegeben. Ihre Frau ist ein ehrlicher Mensch. Wahrscheinlich hat sie das zugegeben, was tatsächlich auch passiert. Kommen Sie mir nicht auch noch mit dieser Kussnummer, bitte. Das ist so. Herr Jung, seien Sie froh, dass ich gerade verletzt bin. Es war nur ein Kuss und nicht mehr. Sie ist Ihre Frau. Das respektiere ich. Marie sie geschickt, ja? Nein, sie hat es mir sogar verboten. Ihre Frau liebt sie. Ich kann nur hoffen, dass Sie mir das glauben. Wie ein Gespenst hat die ausgesehen. Unsere gute Frau Dr. Jung war käseweiß. Aber dabei trotzdem noch irgendwie cool. Ich glaube, Sie haben zu viele Vampirfilme gesehen. Echt, da will man ihr helfen und die bumst einen so blöd von der Seite an. Das scheint ein Hobby von ihr zu sein. Gestern ist sie am OP-Tisch aus den Latschen gekippt. Wir helfen ihr und kurze Zeit später macht sie wieder einen auf Super-Diva. Unglaublich, oder? Ich meine, wie die manchmal drauf ist. Hast du was im Auge? Ja, mich. Frau Dr. Jung. Ich habe vielleicht gestern ein bisschen geschwächelt, aber wie ich heiße, weiß ich immer noch. Vielen Dank. Ja, aber das war jetzt gar nicht böse gemeint. Nein, natürlich nicht. So sehen bei Ihnen wohl Komplimente aus. Anstatt hier rumzustehen und zu tratschen, sollten Sie vielleicht lieber Ihre Arbeit machen. Darüber brauchen Sie sich nicht den Kopf zu zerbrechen, Frau Doktor. Das lassen Sie ruhig meine Sorge sein. Was mischen Sie sich denn jetzt ein? Weil da herin immer noch ich entscheide, wer, wann, wo und wie lange arbeitet. Sonst noch was? Bam! Der blöden Kuh haben sie es ganz schön gezeigt. Respekt, wie sie die Ziege haben auflaufen lassen. Ist schon recht. Aber das eine merkt sich. Wir sind da in einem Krankenhaus und nicht auf der Weide oder im Tierpark. Da herin werden Menschen keine Tiernamen gegeben. Markus, du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ich möchte dich auf keinen Fall verlieren. Ich weiß, dass ich dir mit meiner Aktion sehr wehgetan habe. Es tut mir unendlich leid. Ich wollte es nicht. Aber es ist passiert. Ich kann gut verstehen, wenn du mich im Moment nicht sehen willst und nicht sprechen willst, aber so schnell wirst du mich nicht los. Markus, auch wenn du mir das im Moment nicht glaubst, aber ich liebe dich. Über alles. Gib mir ein bisschen Zeit. Bitte. Was ist denn los mit Ihnen? Ich brauche deutlich mehr Konzentration. Oder haben Sie jetzt neuerdings irgendwelche Erbschaftsansprüche an die Patienten? Es tut mir leid. Es tut Ihnen leid? Jede, aber auch jede Ansage von mir da drin ist irgendwo in Ihrem persönlichen Nirvana verschwunden. Das wird nicht wieder vorkommen. Ja, das hoffe ich doch sehr, dass das nicht wieder vorkommt. Sonst empfehle ich Sie für die Kollegen in der Pathologie.
Oder Sie gründen wirklich ein Bestattungsinstitut. Da könnten Sie eine Menge Geld machen. Ist ja gut, Herr Kollege. Ich glaube, Frau Dr. Jung hat Sie jetzt verstanden. Wenn Frau Dr. Jung krank ist, dann soll sie sich doch verdammt nochmal auch krank schreiben lassen, ja? Weil in diesem Zustand, da ist sie eine Gefährdung für jeden Patienten und eine Zumutung für jeden Kollegen, der mit ihr am Tisch steht. Sind Sie jetzt fertig? Ja. Isabel? Verstehe. Akute Konjunktivitis. Bindehautentzündung. Aber doch nicht für diesen emotionalen Haubentaucher. Bestimmt nicht. Das hätte mich auch gewundert. Du warst doch früher nicht so empfindlich. Siehst du auch bald aus. Tja, schön wär's. Andererseits könnte ich figurentechnisch gut auf so einen dicken Bauch verzichten. Was hast du gesagt? Ich freue mich aufs Baby, aber nicht so sehr auf den Bauch. Du bist wieder schlank wie vorher. Oh, wart's ab. Übrigens, ich habe einen neuen Termin gemacht bei der Frau Professor. Da kommt was auf uns zu. Schwangere sind sowas von launisch. Hallo. Hallo. Moment. Ja. In der einen Sekunde wird gelacht, in der anderen geheult. Tja, da musst du durch. Meine Schwester Cecilia, die hat am Anfang sich nur übergeben. Und schwindelig war der. Oh, ich kann's kaum abwarten. Die offenbar auch nicht. Hey, ihr beiden, also Karin und Misu, die wissen jetzt, also wegen, die wissen jetzt Bescheid. Ich dachte, du wolltest niemandem was sagen. Ich hab auch nichts gesagt. Ihr habt geplappert. Gestern in der Cafeteria, da habt ihr so laut geredet und die beiden wissen das jetzt. Scheint ganz schön schwierig zu sein, hier etwas geheim zu halten. Wie sieht's aus? Wir haben eine ausreichende Menge von Beta-HCG in deinem Serum gefunden. Positiv. Herzlichen Glückwunsch, du bist schwanger. Deine Mutter braucht ein neues Hüftgelenk. Und was passiert jetzt mit meiner Reise mit dem Kirchenchor? Ja, die wird vermutlich stattfinden, nur dieses Jahr halt ohne Sie, Verzeihung. Dr. Lindner, aber irgendwas müssen schon essen. Die Marie wird dann nicht begeistert sein. Also, können Sie mir mal erzählen, was das mit meiner Frau zu tun hat? Vorsicht, sie tun sich weh. Oh. Und dann kommt nur noch die Reha und wer weiß, vielleicht haben die da auch einen Chor, in dem sie singen können. Bin schon weg. Ja, ich sehe sie aber immer noch.